Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyro the Dragon. Wir haben letztes Mal die Peacekeeper-Welten vollendet, erledigt, sind jetzt bei den Magic Crafters, haben den Boss noch Dr. Shemp besiegt und sind jetzt hier, wie gesagt, bei den Magic Crafters. Eine schöne Welt. Hier sind zwar viele tückische und beknackte Level, aber diese Heimatwelt ist cool. Elegante Musik. Hier haben wir schon den ersten Eierdieb. Den haben wir schon erledigt. Das ging fix. Besser als der letzte Eierdieb, glaube ich. Und noch zwei Edelsteine. Da oben kommen wir nicht drauf. Da läuft nur der Eierdieb hin. Das ist nämlich hier, der kommt dann wieder an. Also gut, dann haben wir hier so einen Bekloppten. Also da nicht erwischen lassen. Feuern geht nicht, also umstoßen. Hier haben wir schon den ersten Drachen. Ich denke mal, den befreien wir gleich mal. Ich fühle mich so einsam. Kosmos! Willkommen in der Magic Crafters Welt. Bitte befrei die Drachen. Finde unseren Schatz und nimm diesen elenden blauen Dieben die Dracheneier ab. Komischer Vogel. Die Magic Crafters, sagt er. Die Magic Crafters. Irgendwie schon komisch, ne? Man befreit die ganzen Drachen. Warum helfen die eigentlich im Kampf gegen Nasinog? Nur so zur Info. Also irgendwie, ja, Spiellogik darf man niemals hinterfragen. Ich weiß. Wäre sehr brutal. So, dann haben wir so eine komische Zauberer. Wenn wir schnell genug sind, dann kriegen wir sie. Also, er wollte uns gerade auslachen. Jetzt macht er die Wand schon hoch. Ich wollte eigentlich sie so. Ah, zu spät. Jetzt lacht er uns nämlich aus, genau. Habt ihr gehört hoffentlich. Ja, er macht sie früh genug hoch. Auf jeden Fall, aber da kommen wir auch noch ran, die Edelsteine, keine Sorge. Den Vogel kriegen wir noch gegrillt. Ah, ich hasse sein Lachen. Gucken wir uns die mal an hier. Die können wir nicht mal beide erledigen, also. Lächerlich, so ein Typen. Übrigens, wenn ihr richtig genau hinschaut, ist es die Welt hier, wo Spyro am Anfang im Spielintro fliegt, wenn ihr euch erinnern könnt. An das Intro. Ja, genau, hier fliegt Spyro nämlich rum. So, die beiden Vögel. Alles Ehepaar haben wir gleichzeitig erledigt. Und hier haben wir noch ein Diebchen. Oh, guck mal. Auch der kriegt, den kriegen wir schnell. Das ist schon merkwürdig, warum ich den noch einmal so schnell kriege und den der Peacekeepers nicht. So, jetzt können wir uns hier schon mal die Edelsteine holen. Dieser Typ da hochfliegen lässt. Guck dir mal den Vogel an. Ach, der hat einen Bart. Ach du Scheiße. Hässlich. Du hässliche! So. Hier haben wir denn das erste Mal in diesem Spiel den Super Sprint. Bling, 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 bling. Also, ja. Der erlaubt uns schnell zu laufen. Ich habe gerade einen kleinen Blackout gehabt, tut mir leid. So, den Drachen befreien wir natürlich auch gleich mal. Das ist Zantor. Wenn du diese Pfeile siehst, kannst du einen Supersprint starten. Supersprint? Klasse! Los, versuch's mal. Ja, natürlich versuchen wir es. Kannst du einen Supersprint starten? Mal gucken, ah, dann können wir den Vogel einmal erledigen, ne? Obwohl, erstmal nehmen wir den da unten. Ah, du Blödmann. Okay, so war es nicht geplant. Supersprints werden auch noch sehr tückisch sein, um Drachen zu befreien später. Warum freut er sich denn jetzt? Wir stehen hier. Vogel. So, den haben wir auch. Und da haben wir wieder einen Idioten. So, ist gut. Yeah, beide gleichzeitig mal gekriegt. Nicht gleichzeitig, sondern ja, naja. Hier ist wieder so ein, ja, Flight, so ein Fluglevel. Ich denke, das werden wir heute noch in Angriff nehmen, weil so anderes reicht die Zeit ja nicht. Diese Pforte führt zu einem besonderen Ort, an dem du fliegen lernst. Ich weiß noch, als ich ein ganz junger Drache war und mir meine Flügel verdiente... Fliegen lernen. Alles klar. Genau, Sparrow wollte die Geschichte hören, er wusste bloß Bescheid. Fliegen lernen, alles klar. Weiter geht's. Den Vogel will nicht zuhören. So, und diese Kiste da, die kriegen wir auch mit dem Supersprint klein. Ich zeige euch nachher gleich, wie. Hier kommt noch ein neuer Gegner, werden wir auch in einigen Leveln begegnen. Die kann man umstoßen oder auch Feuer spucken.
Aber aufpassen, sie schießen mit Blitzen. Und er läuft weg. Okay, er läuft weg, er hat Schiss. Hier haben wir noch ein schönes Level. Hier so eine... Genau, umstoßen können wir sie auch. Hier ist noch ein 25er drin, auch schön. So. Alles klar, so da drin ist auch noch was. Da haben wir einen Schlüssel. Hier gibt es also auch noch was zum Aufschließen. Alles klar. Und das war schon mal ein Fail, wieder mal. Schreibt es euch auf. Die Kiste geht schon mal nicht, damit aufzuschließen. Wir gucken mal. Hier und da geht es ja auch noch. Dann haben wir die Magic Crafter wieder gleich erkundet und abgeschlossen, du Blödmann. Nein! Oh, nein, das kann doch nicht wahr sein. Idiot. So, die Vögel sind alle wieder da. So, jetzt sind wir drauf. Dann wird das Ding gleich vernünftig lassen, genau. Hier ist übrigens wieder der Bosskampf drin, und zwar Blowhard. Ja, Blowhard. Okay, die perversen Anspielungen sind wieder vorbei. So, dann brauchen wir noch ein paar Edelsteinchen. Ja, alle drei haben wir. Ja, und die Edelsteine müssten wieder in der Kiste, die aufzuschließen ist, sein, oder? Wo war die Kiste zum Aufschließen, Leute? Das ist jetzt die große Frage. Wo war die Kiste zum Aufschließen? Das ist ja ganz klasse. Ah, ich glaube, ich habe da so eine gewisse Vorahnung, wo wir da hin müssen. Erstmal kreiben wir uns hier den Supersprint und erledigen das. Oder nein, ich habe eine andere Idee. Denn ich glaube, wir müssen da wieder einen schönen Gleitflug machen. Und zwar hier rum. War da was? Richtig, da war was. Ja, ich bin gut. Ein Leben und die Kiste. Sehr gut. 12 Leben haben wir wieder. Die Kiste haben wir auch auf. Und dann dürfen wir so gut wie alles haben hier wieder. Nur noch die eine Kiste fehlt mit dem Supersprint. Mal schauen, ob wir das mit dem ersten Angriff schaffen. Denn wie gesagt, haben wir noch Zeit fürs Fluglevel. Hier kommen die Staubwolken. Ach, das war ja einfach. Das war ja einfach. Da war wieder bloß einer drin. Wenn 25 damit haben wir es. Mal gucken, wie die Zahl umsteht. Das sieht immer so schön aus. 300 von 300 Edelsteine. Alles klar. Hier haben wir alles geschafft. Dann gehen wir in den Crystal Flight. Nicht Crystal Math, sondern Crystal Flight. Ja, ja, Leute. Crystal Flight. Auch in Ordnung. So, 3000 Edelsteine haben wir jetzt insgesamt schon. Sieht ja alles schick aus. Oh Gott, ich muss mich gleich breit machen. Okay, erstmal sicherlich hier wieder diese Ringe. Die sind schön bunt hier. In neueren Teilen sind sie dann eher einfarbig, lila. Und dann geht's sicherlich gleich in die Ringe rein. Auch gut. Diese Kurve. Ach, da geht's weiter, alles klar. Jetzt muss ich mich doch ein bisschen konzentrieren. Um das zu schaffen. Es wäre ein Wunder, wenn wir es beim ersten Mal schaffen würden. Das würde ich sagen, niemals. Hier verlieren wir schon Zeit. Links rum, zeigt er mir an. Da ist noch so ein schöner... Zack. Dann haben wir hier schöne Flugzeuge, wie es aussieht. Oder erst die Kisten, das ist die Frage. Erstmal, bin jetzt bei den Flugzeugen bei. Mal sehen, ob wir es so schaffen. Den haben wir geschafft. Komm her, du Vogel. Nein, ist es so richtig, wie wir es machen. Natürlich die Kiste kriegen, genau, haben wir gekriegt. Das ist natürlich sehr idiotisch gemacht, eben. Das wird natürlich jetzt nichts mehr. Das wird natürlich jetzt nichts mehr, ja. Okay, wir haben alles geschafft, bis auf die letzte Kiste. Also, wie gesagt, wäre ein Wunder, wenn wir es beim ersten Mal schaffen würden. Aber jetzt wissen wir, wie wir es machen müssen. Flugzeuge, also, die Kisten also wirklich zuletzt. War es idiotischer wie in der Kiste, also dass man da nicht so hoch kam so schnell. Das ist natürlich ein bisschen eklig. Oh, hier geht natürlich wieder mächtig Zeit verloren, das ist doof gemacht. 3 Sekunden, um genau zu sein. So, jetzt hier die Flugzeuge. Oh, das war eklig. Doof, warum zeige ich mir meine Ekel heute? Das war bitter. Ich hatte 3 Sekunden, gibt es dafür dazu. Auch gut.
Und was war der? Oh, 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 ja, wir haben die richtige Höhe erreicht auf jeden Fall. Sehr schön. Das könnte jetzt sogar was werden. Wenn ich nicht mal derst verkacken würde, so wie eben. Aber wir kommen hier auf die richtige Höhe, das ist es ja. Oder doch noch. Eine noch, eine noch. Komm, komm, komm. Er leckt, er leckt, er leckt. Nein, dieses blöde Spiel. Warum leckst du? Oh Mann, ey. Ich hätte es euch bald geschafft. Dieses blöde Spiel leckt einfach so mal. Ist doch unglaublich. Deswegen kam ich nicht klar. Ich weiß nicht, ob es im Rennen, nach dem Rennen nachher noch zu sehen ist. Aber jedenfalls hat das eben nicht so geklappt. Und das ist natürlich ärgerlich gewesen. Jetzt haben wir schon die richtige Höhe erreicht gehabt und dann... Können wir ausrasten bei so einem Stock. Nein. So, da durchschliegen. Ja, man kann es bei schon auf den Arsch gucken. Hab ich euch erwischt, ja? Hab ich euch erwischt? Hat die vorhin auch schon so früh angefangen zu piepen? Ich glaube nicht. Die ganze Zeit schon wieder schief. Gewaltig. Diese Piepe geht mir gewaltig auf den Sack. Ach nein, das ist doch... zum Heulen ist das doch. Nee. Das blöde Kisten. Hat sich diesen Scheiß ausgedacht. Nee, das gibt's nicht. Oh nö. Wie soll die Kiste, der Ring nicht eben nicht gezählt? Also die Kisten verfolgen mich jetzt wirklich. Liebe Flugwellen. Ey! Das kann doch echt nicht wahr sein. Man darf echt nicht durch den Rand fliegen, da, wa? Um das abzukürzen. Das gibt's doch nicht! Oh, Mensch. Ich bin gerade echt zu doof. So, nochmal. Nochmal. Hier wieder vernünftig durch. Dann schaffen wir das wieder nicht. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es hat vorhin sehr früh angefangen zu piepen. Das war zu früh. Und hier verkackt man wieder 3 Sekunden. Vor allem, wenn ich da gegen diesen alten wieder Kristall da fliege. Schon wieder piepst zu früh. Das ist zu kotzen. Das ist doch zum Mäusemelken. So, der hat ja ganz schön Abstand immer. Dass die Zeit wieder runtergeht. Und noch der hier. Jetzt hier hoch. Die haben wir damit auch gekriegt. Die auch. Wird's was? Boah, knapp. Knapp, jetzt bitte nicht wieder lecken. Yeah, Mann! Ja! Ich bin gut! Geschafft. Wir haben die 4 Sachen erledigt. Zick, zack, zack, zack. Alle Edelsteine eingesammelt. Nein, ich würde es nicht nochmal versuchen, um Gottes Willen. Nach Haus. Und wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit für ein Level, glaube ich. Oder beenden wir heute mal früher. Ja, wir speichern das am besten mal gleich. Das ist eine gute Idee. Sehr schön. So, ach du, was bist du Vogel denn? Ja, was machen wir jetzt am besten? Ich bin überlegt, welches Level jetzt die beste Lösung wäre. Die ist auch wieder da, bloß ohne Ei. Ne, da kommen wir nicht so schnell, ich hab's versucht. So, ja. Oh, du blöd Mann, du, hast du sie noch alle oder wie? Oder was? Oder wo? Ja, ich brauche mal so ein Viech. Ja, genau. So ein Viech brauche ich. So,
So, mein Laptop wollte mir den Bildschirm schon anmachen. Muss ich mir langsam merken, dass es bei einer Viertelstunde angeht. Und ich würde sagen... Ja, wir machen das Level noch. Das schaffen wir in 10 Minuten doch. Das möchte ich schon sagen. Das müssen wir noch in 10 Minuten schaffen, dass wir die obligatorischen 25 Minuten wieder erreicht haben, die ich jetzt in den letzten paar Teilen mal als Standard festgelegt hatte. So. Hier haben wir so eine komischen Dinos und die hier sind die Bosse. Sehr gut, Kevin. Du bist der Experte im Spyro. Wieder mal ein Leben vergeudet. Völlig nutzloser Natur. Du, oh nee, ich bin echt zu doof dafür. Okay, den haben wir jetzt mal erledigt. Leben wieder zurückgeholt. Das Tickerchen haben wir auch. So, hier aufpassen. Natürlich sehr schwierig, ich weiß. Oh, der ist erledigt. Nicht den anderen wollen reiten. Jetzt haben wir den auch erledigt. Jo. Das ist natürlich praktisch. Alles sehr praktisch. Praktisch gut. Natürlich, immer Pratt. So, das ist natürlich immer sehr... Okay, doch, das ist sehr schwierig. Ich glaube, es ist einfach alles schwierig, weil ich als Kind so oft verkackt habe. Da war ich zu doof zu einfach. Einfach noch zu doof. Jetzt habe ich Abitur. Jetzt bin ich ganz schlauer. Nein, natürlich nicht. Mal so ein altes Vorurteil rausgeholt. So, Drache. Ich habe dich befreit. Zane. Zahne, Zane. Psst, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, riesigen, grässlichen Monstern, oder? Natürlich nicht. Hab ich auch nicht erwartet. Was für ein glorreicher Tipp. Ehrlich, was für ein glorreicher Tipp von diesem komischen Vogel. Naja gut. Wir fliegen dann erstmal dort hinten rüber. Sollten wir eigentlich schaffen. Vor allem diesen Vogel hier. Der hat sich jetzt mit dieser Dingsbums hier hochgeschleudert. Und der hier, der kann Eisdinger schießen. Den haben wir aber schnell erledigt. Da ist noch so ein Schmetterlingsviech. Komm her. Na, ich wollte schon sagen. Der Sparks braucht wieder ein bisschen lange, bis er das auffrisst. So, haben wir hier wieder ein paar Edelsteine, wollte ich sagen. Mistviech. So, hier wird es auch ein bisschen schwierig. Das erledigen wir gleich. Erstmal sammeln wir hier alles ein. Vergessen wir hier noch was. Okay, haben wir dieses Viech nochmal? Ne, brauchen wir eh nicht jetzt. Meine Lippen sind trocken. Also gucken wir hier, die gehen raus, rein, raus. Jetzt der raus, darauf, darauf, darauf und ja, Mann! Ich hab's geschafft. Yes, baby. Ah. Komm schon. Boah. Also hier natürlich eher mehr stimmungsvoll, mehr zurückhaltend, mehr so, ja, lustig sein und bei Fußmanager todernst und Emotionen. Ich weiß, die guten Seiten des Hansa für 1993. Er kann sehr gut zwischen Spielen entscheiden. Nicht entscheiden, sondern die Stimmung in Spielen auswählen. Natürlich kann er das. Natürlich. Nein, ich bin jetzt nicht gerade sehr gut zu schneiden. Warum nicht? Gar nicht. Aber das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Einfach besten jetzt losfliegen. Jawohl, genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Ich bin einfach ein Glücksbild. Ja. So, die Dinger haben wir auch alle abgefackelt. Sehr schön, der Typ, der läuft einfach so hin und her wie so ein Bekloppter, weil er keine Ahnung hat, was er will. Genau so ist es. Hier war keine Kiste mehr. Nein, hier liegen auch noch Edelsteine. So, jetzt kommen meine Augen ganz komisch. Okay, so, den Typen da auch wieder einfach. Okay, das war diesmal kein Glück. So, langsam wird die Zeit knapp. Nein, natürlich nicht. So, der Typ, da geht er hoch. Und jetzt. Yeah, da haben wir es wieder geschafft. Sehr schön. Mit dem anderen Typen muss ich auch die Zeit einschätzen können. Einfach ganz einfach. So, jetzt fliegt er hoch. Und jetzt. Yeah. Gut, da haben wir den nächsten Drachen. Eldred. Danke, dass du mich befreit hast. Er wiegt noch ab. Danke, dass du mich befreit hast. Ach, das ist scheißegal. Ich wollte sterben, du musst mich befreien. Du blöder Vogel, du hast doch keine Ahnung, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Okay, jetzt den hier. Oh, guck an, da unten sind zwei Dinos. Ich hab Angst. Bist du hier? Naja. Oh, guck an, die laufen hier rum wie die Bekloppten. Wie die Ameisen. Ey! Na, du nicht. Wie schnell die weg, wie die weg, richtig wegfliegen, wenn, wenn sie getroffen werden, ne? Komische Vögel. Echt komische Vögel. So, da hinten haben wir noch einen. Was war das eben? Oh, er fährt einen hoch. Was für eine gruselige Partie. Jetzt haben wir Schiss. Wo geht's hier denn hin? Ach, hier ist nur eine normale Treppe. Und auch noch zwei so eine. Oh, die Dinger wieder. Kennen wir noch, ne? Oh Gottes Willen, wo kommt der denn her? Oh, bin erschrocken. Ja, man kann sich was bei Röhr erschrecken. Hab ich mich erschrocken. Oder habe ich mich erschreckt? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir eine blaue Libelle. Meine Fresse. Das hat ihm richtig viel gebracht, dass er sich darauf gesetzt hat. Da haben wir wieder einen Drachen. Jetzt sind wir auch wieder im Ausgang der Welt. Und man sieht es echt, ne? Da war der Anfang des Levels. Also es geht wirklich immer nur im Kreis hier bei den Spyro-Leveln hier. Hier, wir fangen auch noch Xander. Gute Arbeit, Spyro. Wenn du so weitermachst, lernst du alle Tricks der Magic Crafter Welt. Da bin ich ja gespannt, was es da für Tricks, Tricks gibt. So, ich würde sagen, wir müssen erstmal da in dieses komische Loch rein. Bevor wir auf die Inseln da fliegen. Da haben wir noch einen Drachen und einen Eierdieb. Kelvin! Ah! Fast, mein Namensvetter, fast. Vergiss nicht, dass diese blauen Diebe nicht nur in der Magic Crafter Welt Eier gestohlen haben. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. In der Magic Crafter Welt, oh Mann ey. Die Übersetzer, die hatten auch einen kleinen Schuss, wa? Aber okay, die haben es kindgerecht gemacht. Magic Crafter Welt. So, den hier, nö. Erstmal sammeln die Irrschöne ein und dann ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe setzen wir uns dann an die Aufgabe ran. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Erst später, kurz vor Ende des Spiels, wird es zeigen. Zack. 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 So, jetzt kriegen wir ihn. Und zwar wieder in Rekordzeit. Ich bin gut, Mann. Ich bin gut drauf heute. Ich bin sehr gut in Form. So, jetzt müssen wir die Dinger. Das wird hier richtig schwer. Am besten gleich. Ach nein. Ja, ich weiß. Am besten gleich rüberfliegen. Zum nächsten. Weil sonst wird es hier richtig kritisch. Denn dann, wie gesagt, wird man da runtergestoßen. Und jetzt zurück. Da ist einer drin. Ich gebe echt 500 Edelsteine. Wow. So, und nochmal zurück. Oh, ist das nervig. So, damit haben wir es. 500 von 500 Edelsteine wieder mal. Diese Welt ist auch erledigt und das noch vor der Zeit. Sehr schön. Oder genau in der Zeit. Ich hab's ja gesagt. Jetzt haben wir in dieser Folge sogar drei Level geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Ja. Ja, 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 ja. Gut, jetzt haben wir 3800 Edelsteine. Und damit danke ich mich wieder für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.